Ich begrüße unseren ARD-Korrespondenten Martin Weiß in Sanli-Urfa an der türkisch-syrischen Grenze. Wie stellt sich für Sie heute Morgen die Situation im Gebiet dar? Was wir gehört haben, wurde auch in der Nacht wieder heftig gekämpft um Kobane. Die IS-Miliz ist wesentlich näher gekommen, an manchen Stellen nur noch 3 bis 4 Kilometer vom Ort entfernt, an anderen Stellen etwa 10 Kilometer entfernt. Da ist noch ein bisschen Luft und eine Agentur schreibt, die Kämpfer sehen sich, da liegt nur noch ein Feld dazwischen. Was wir gestern beobachten konnten, war weniger Granatbeschuss als noch die Tage davor. Und wir konnten mit Einwohnern von Kobane sprechen, die sagen, es wird gekämpft bis zur letzten Kugel. Problem ist, wir haben einfach zu wenig Waffen und langsam geht die Munition aus. Ist dort vom Kampflärm zu hören, wo Sie stehen? Von hier aus nicht. Sanli-Urfa ist die Provinzhauptstadt, die liegt etwa 40, 50 Kilometer von der Grenze entfernt. Und die Menschen, die hinter Ihnen über den Platz gehen, gehen eigentlich auch, um es neudeutsch zu sagen, sehr relaxed. Herrscht Angst in der Gegend? Hier herrscht überhaupt keine Angst, weil man sagt, das türkische Militär steht an der Grenze bereit und die würden uns schützen, falls die IS-Milizen rüberkommen sollten. Das steht natürlich aber nicht zur Frage. Gefährlich ist es dennoch für die Grenzdörfer, denn immer wieder detonieren Granaten auf türkischer Seite. Das ist vor 2 Tagen passiert und da hat die türkische Armee Flagge gezeigt, hat auch mit Artillerie zurückgeschossen. Eine Resolution im türkischen Parlament, die dann den Einsatz des Militärs legitimiert, wird morgen fallen. Zweifeln Sie daran, dass das zustande kommt? Es wird noch mal einen großen Schlagabtausch im Parlament geben. Die Opposition wird die Politik Erdogans und des neuen Ministerpräsidenten Davutoğlu natürlich anzweifeln. Man wird noch mal alle Rechnungen aufmachen, aber letztendlich wird diese Resolution durchgehen. Es ist ja eigentlich keine neue. Es gibt ja schon ein Mandat für einen Militäreinsatz im Syrienkrieg. Dieser Krieg dauert ja schon über 3 Jahre. Die erste Resolution wurde ja praktisch erlassen, als dieses Flugzeug über Syrien, über dem Mittelmeer dann abgeschossen wurde. Es geht jetzt nur um eine Ausweitung, also auch um die Entsendung von Bodentruppen. Die Rede ist immer wieder von einer Sicherheitszone 10 Kilometer hinein auf syrisches Gebiet. Gliedert sich die türkische Armee dann damit in das internationale Geschehen ein oder vertritt man da ausschließlich Eigeninteressen? Ist, glaube ich, beides der Fall. Die Türkei ist international unter Druck geraten. Diese internationale Koalition hat sich geformt. Die Türkei war außen vor. Und erst vor wenigen Tagen hat Staatspräsident Erdogan ebenfalls diese IS-Miliz als Terrororganisation bezeichnet. Mit Blut an den Händen, hat er wörtlich gesagt. Und er hat dann zugesichert, dass die Türkei militärisch und logistisch bereitstehen würde. Die Eigeninteressen sind natürlich auch klar. Es gibt Kurden diesseits und jenseits der Grenze. Im Irak haben sie zum Beispiel sowas wie eine Selbstständigkeit erreicht. Das wollen die Kurden in Syrien auch. Die sprechen dort von einem West-Kurdistan. Und diese Separationsbewegung, da hat man natürlich Angst, dass die sich ausbreitet, auch auf türkisches Gebiet. Deswegen ist so eine Pufferzone von 10 Kilometern zwischen den Kurden in Syrien, zwischen der IS und den Kurden hier in der Türkei natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse. Äußerer Anlass für den Aufmarsch der türkischen Panzer ist die Sicherheit von 36 türkischen Soldaten, die auf syrischem Gebiet ein Mausoleum bewachen, legal nach Völkerrecht. Weiß man, wie es den Soldaten geht? Da gibt es verschiedene Gerüchte. Dieses Mausoleum liegt ja 30 Kilometer innerhalb von Syrien. Dort liegt der Großvater des ersten Sultans des Osmanischen Reiches. Dieses Grab wurde ja dorthin verlegt. Das war früher mal am Fluss Euphrat. Dort wurde ein Staudamm gebaut. Dann wurde das Grabmal verlegt und der Türkei das Recht zugesichert, dieses Mausoleum, dieses Grabmal zu bewachen. Das tun 36 Soldaten. Das ging bisher auch gut. Trotz der Kämpfe konnten die versorgt werden. Seit gestern gab es dann die Gerüchte, 1000 IS-Kämpfer hätten dieses Mausoleum umstellt. Und heute Morgen schreibt die staatliche Zeitung Hürriyet, bezieht sich auf eine Quelle des libanesischen Fernsehens, dass diese 36 türkischen Soldaten gefangen genommen worden sein sollen. Alles nur Gerüchte, man weiß es nicht. Dieses Mausoleum ist 30 Kilometer hinter der Grenze. Martin Weiß, herzlichen Dank für die Information.